Hallo, ich grüße euch. Es gibt eine kleine Planänderung. Ich gehe immer so ran, als wäre ich Außenstehender bei der Sache. Ne? Weil, wenn man denkt, man kann das alles und das haben wir schon tausendmal gemacht, klar haben wir es schon tausendmal gemacht, aber es passieren immer wieder Fehler und nicht jedes Jahr ist die Situation die gleiche. Dieses Jahr ist es ja so, dass aufgrund der Enthüllungen, die mit dem Adenochrom-Skandal zusammenhängen, das System alles aufbieten wird, um zu verhindern, dass diese Sachen, die im Prinzip jetzt schon in den Sealed Indictments drin sind, an die Öffentlichkeit kommen. Und da müssen wir, ich sage mal, einen höheren Sicherheitsstandard bieten. Und genau um das geht es jetzt. Es geht darum, die Wahlhelfer zu schützen, immer davor zu schützen, dass sie provoziert werden, immer auch, dass sie ja, Schwierigkeiten kriegen bei ihren Aufgaben. Ihr kennt das ja. Es gab 1989 schon mal eine ähnliche Situation, aber da war es bei Weitem nicht so gefährlich. Da haben wir ja auch alle Wahllokale mit Leuten besetzt. Da waren wir teilweise bis zu sechst, in jedem Wahllokal zu sechst. Müsst ihr euch vorstellen, wie viele Wahllokale es in der DDR gab. Wir haben das komplett abgedeckt, also bei uns zumindest. Und da haben wir dadurch den Wahlbetrug aufgedeckt, dass die SED zusätzliche Stimmen reingefüllt hat. Und da ihr wisst, dass das ja schon ein paar Mal funktioniert hat und keiner gemerkt hat, wisst ihr, dass Frau Merkel, wenn sie schon noch Nachfolgeorganisation der SED tätig ist, die sich heute CDU nennt, das ist ja keine CDU mehr, das ist ja nur noch ein SED-Nachfolger, was anderes ist es ja nicht mehr, alle anderen hat sie ja weggebissen. Und die Methoden sind ja heute perfider und besser ausgefüllt und deswegen muss man natürlich was entgegensetzen. So, und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Um das Risiko zu minimieren, dass irgendwelche Leute gefällt werden oder in Schwierigkeiten kommen, werden wir es so machen, dass wir die Helfer, dass wir denen Spitznamen zuordnen. Also die können sich meinetwegen Spitznamen aushängen, sagen wir mal Feldhause 23. So, ne? So, dann listen wir den dort ein, meinetwegen Wahlkreis, was weiß ich, Wunsiedel hat Feldhause 23. So, der hat eine Telefonnummer und dann kann darüber organisiert werden, dass dort Catering passiert, dass dort Ablöse passiert, dass die Leute mal auf Toilette gehen können und ihren Freundeskreis sozusagen mit Unterstützung ja, bitten und so weiter. Aber eben so, dass sie sich untereinander kennen. Und zwar aus folgendem Grund. Es besteht die Gefahr, wie wir es eben auch schon hatten, dass sich ja, Schlapphüte einmischen oder auch kriminelle Suspekte, sagen wir mal, Antifanten, die Anschläge verüben oder den Leuten was Böses tun. Und davor müssen wir die Leute schützen. Und am besten geschützt sind sie durch ihren eigenen Bekanntenkreis und durch ihre eigene Familie. So, und das ist natürlich klar, viele Leute setzen sich vor den Fernseher und lassen sich dann dort im Prinzip berieseln und übernehmen aber selber keine Verantwortung für das Land. Und mit so einer Einstellung werden wir den Wahlbetrug nicht aufdecken können. Aber wenn jeder sagt, ich kann nicht noch 4 Jahre Merkel ertragen, das halten meine Nerven nicht durch, muss zwar in meinem Alter funktionieren und ich muss ja, gute Miene zum bösen Spiel machen, aber ich will, dass das Ende hat und dass wir wieder ordentliche Verhältnisse kriegen. So, und an diesen Personenkreis wendet sich das. So, also werden wir jetzt Folgendes machen: Wir werden jetzt für jeden Wahlkreis, also wenn jemand sagt, ich würde gerne den Wahlkreis Wunsiedel machen, ich habe mir den Rufname Feldhause 23 gegeben, beispielsweise. Und ich habe die und die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Da habe ich natürlich eine eingerichtet, die es vorneweg noch nicht gibt. Kann man ja bei web.de oder bei Google oder irgendwie, kann man sich ja jederzeit eine neue E-Mail-Adresse anlegen, sodass keine Beziehung zwischen E-Mail-Adresse und dem Rufname besteht. Außer vielleicht eine Telefonnummer. Ja, man kann ja an jeder Tanke, kann man sich ja auch eine anonyme SIM-Karte besorgen. Die tut man, was weiß ich, irgendwas anmelden, wo es unverfänglich ist. Und ja, dann ist man dort erreichbar. So, und jetzt ist es so: Wir würden das dann so machen, dass wir Leuten, die Catering brauchen, die Möglichkeit geben, dass sie sich, was weiß ich, über PayPal oder was weiß ich, eine Pizza oder irgendwas kommen lassen können und dass ihre eigenen Familienangehörigen die in der Pizzeria abholen. Also, was sie sich online bezahlen bei Lieferando und die Familienangehörigen holen das dort selber ab, damit keine Gefahr besteht, dass Essen kontaminiert wird oder irgendwas. Das sind alle denkbaren Gefahren ausgeschlossen werden, sodass die kennen sich untereinander, ne, und dass nichts passiert. Sodass wir wirklich auch in der Fläche in Bayern keine einzige Unregelmäßigkeiten
haben, wo wir doch, na, hätten wir vielleicht doch dran denken können. Wir müssen das, die Sicherheitsstandards höher machen, als wir es für gewöhnlich tun würden, weil wir nicht wissen, inwieweit das System nachlegt, weil wir ja wissen, dass die Sealed Indictments der nächsten Zeit geöffnet werden. Wir rechnen damit, dass noch diesen Monat das passiert. Ob das passiert, wissen wir nicht, aber wenn es die Wahl überschattet, dann wird es natürlich alles ziemlich eine brandheiße Geschichte und es ist wichtig, dass wir einen vollständigen Nachweis einer manipulierten Wahl hinkriegen. Denn könnt ihr euch vorstellen, wenn das Ding rauskommt, dass die Wahl dann ganz anders läuft und dass dann keiner mehr Rot-Grün oder CSU oder CDU wählen würde, weil die alle in diesen Skandal verstrickt sind, mehr oder weniger. Es ist nicht anzunehmen, dass die AfD damit was zu tun hat. So, und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie die Wahlergebnisse dann aussehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir es hinkriegen, die geringste Wahlmanipulation aufzudecken, die dazu führt, dass die Wahl wiederholt wird. Weil sie nämlich dann unter den Umständen stattfindet, dass die Leute inzwischen wissen, was die Politiker die letzten 4 Jahre angestellt haben. Das wäre die wichtige Geschichte. So, und da wir ja schon wissen, dass die Briefwahlunterlagen nicht alle zugestellt worden sind und die in diesem Umfang bereits ausgefüllte Stimmen untergemischt wurden und dann beabsichtigt ist, jetzt die eintreffenden letzten Briefwahlumschläge noch wegzufangen, damit in der Summe dass die Anzahl wieder stimmt. Aber natürlich kann man sich vorstellen, wenn man eingehende Briefwahlstimmen wegfängt, sind natürlich prozentual mehr AfD-Wähler drin, als in den Stimmen, wo 100% Grüne oder SPD drin ist. Das ist ja das, was hier beabsichtigt ist. Also die Wahl zu manipulieren mit Hilfe der Briefwahl. So. Mit über Vote Buddy denke ich jetzt mal gar nicht nach, sondern es ist diesmal diese Nummer. Es sind ein paar Hinweise rein, die in die Richtung gehen und jetzt müssen wir im Prinzip einfach das nur nachweisen. Wir können das nachweisen, indem es einen signifikanten Unterschied gibt zwischen dem Wählerverhalten der Briefwähler im Verhältnis zu dem, was im Wahlbüro, also im Wahllokal passiert ist. So, das ist sozusagen die Aufgabe. So, und das können nicht die Bayern alleine machen, deswegen empfehle ich, dass eben noch ein paar aus anderen Bundesländern rüberfahren, soweit es ihnen möglich ist. Ich werde am Redaktionssystem arbeiten, warum und wieso, hatte ich ja gerade schon begründet. Dass ich derjenige bin, der die Redaktionsrechte hat und auch schnell reagieren kann, wenn irgendwas komisch ist, weil ich ein bisschen Erfahrung habe, wie man es macht. So, ich muss natürlich jetzt dafür sorgen, dass ich sozusagen an vielen Orten gleichzeitig bin, virtuell, ne, weil jeder das gleiche Wissen jetzt mitkriegt, was ich auch habe, wenn man Wahl prüft. Und das ist am Anfang am effektivsten, wenn wir eine große Anzahl Leute haben, die auf einen ähnlichen Wissensstand sind, wie ich das derzeit bin, weil ich dann, wie gesagt, schon gut gefühlte 30 Mal gemacht habe, bei irgendwelchen Wahlen Wahlbeobachter als Wahlbeobachter tätig zu sein und immer sehr anstrengend auch, geht dann immer meist bis um 10 abends. Und aus diesem Grunde habe ich schon gesagt, es hat auch keine großen Effekte, wenn wir uns dann abends nochmal treffen, weil manche Auszählungen gehen bis um 10, die Leute müssen dann am Sonntag wieder arbeiten und da ist nicht groß mit Lagerfeuer. Das würde sich um 2 Stunden drehen und da fährt niemand aus dem letzten Winkel von Bayern nach Hof. Sondern das machen wir dann nächste Woche bei der Schulung mit, da wird es dann ein Lagerfeuer geben, da können die Leute sich auch anmelden. Die Anmeldung müsste bloß spätestens am Mittwoch bei mir eingehen. Ja, ein paar haben sich schon gemeldet, die liste ich dann auch wieder mit Synonymnamen, also Teilnehmer 1 bis Teilnehmer 40. Und bezahlt wird mit PayPal die 25 Euro, müsst ihr jemanden suchen, der ein PayPal-Konto hat. Dort muss drin stehen Schulung Wahlkommission und das Datum, das ist dann nächstes Sonnabend. Ja, geht um 9 los, bis maximal bis um 10 und nach um 10 werden wir uns dann mit in geselliger Runde beim Lagerfeuer und ja, wer übernachten will, kann dort übernachten, muss ich aber selber Luftmatratze mitbringen und Schlafsack, vielleicht auch ein bisschen eigene Hygieneartikel, ja, dass man sich ein bisschen waschen kann oder was auch immer. Ist ja kein Problem, sich eine Waschschüssel ins Auto zu tun oder so. Ne? Das ist eine Partyscheune, das ist kein Hotel. Ja? Müsst ihr euch ein bisschen campingmäßig einrichten. Ihr könnt auch auf dem Gelände zelten, da sind auch viele Möglichkeiten, dass ihr dort mit Zelt hinkommen könnt, wenn ihr das wollt. Aber es kann ja natürlich nachts frisch sein nächste Woche. Diese Woche ist es sommerlich, aber wir wissen es nicht, wie nächste Woche wird. Ab Dienstag ist wohl auch Regen angekündigt und Oberfranken ist auch ein bisschen frischer. Ne? Also sind 2-3 Grad, müsst ihr dann noch abziehen, in der üblichen Temperatur. Aber immer noch Zelt möglich. Wer nicht will, kann in der Partyscheune auch zelten, das ist möglich. Aber bitte nächste Woche.
Anmeldung bitte bis Mittwoch, weil wir am Donnerstag fürs Catering einkaufen. Mittagessen wird es auf jeden Fall in der Gaststätte geben. Wir werden in mehreren Gruppen essen, weil wir können natürlich nicht mit so einer riesen Horde dort in eine kleine Gaststätte einfallen, sondern wir werden das ein bisschen aufteilen. Und wir rechnen mit 40, maximal 50 Teilnehmern. Dieses Mal, die Veranstaltung im Frühjahr, werden dann wieder in der üblichen größeren Räumlichkeiten dann stattfinden, weil wir mit der Heizung noch nicht so weit sind, dass wir den ganzen Winterbetrieb absichern können. Sobald die Heizung natürlich geht und die Temperaturen es zulassen, werden wir natürlich im Winter auch mit mehr Leuten arbeiten. Aber jetzt werden wir das erstmal zwischen 40 und 50 legen. Ja, drei sind fürs Küchenteam, die bezahlen auch keinen Beitrag. Und da haben viele gefragt, das ist doch bloß oder so ein Geschäftsmodell. Nee, ist es nicht. Derjenige, der Leiter einer Wahlkommission ist, braucht ja am Ende auch eine Rüstungsbestätigung und die müsste ja mit 25 Euro bezahlen. So. Wenn er Leiter der Wahlkommission ist und sozusagen selber eine Gruppe leitet, ist es so, dass er deine Bestätigung kostenlos kriegt. Also er kriegt im Prinzip die 25 Euro schon dadurch erstattet, dass er eine kostenlose Bestätigung kriegt, weil alle anderen das ihm zuarbeiten. Ne? Alle, die in der Wahlkommission tätig sind, sollen nie noch Kosten haben für die Rüstungsbestätigung. So, das ist der Punkt 1. Was natürlich zu bezahlen ist, ist Essen. Also wir haben jetzt die Schulung so ausgelegt, dass diejenigen dort essen können, müssen es bloß bestellen und in der Gaststätte sowieso jeder seins bezahlen, weil das wird sonst zu teuer. Manche haben Diät zu halten und können ja alles essen und die bringen sich meist ihr eigenes Essen mit, weil sie, wie gesagt, besonders gesundheitsbewusst leben und eigene Salate machen oder was weiß ich, kein Weizen verdauen oder keine Milch oder was weiß ich. Und wir kennen keinen Diätkoch anstellen, der das alles managt. Machen wir nicht. Aber wir können für jeden ein Frühstück, ein Mittagessen und ein Abendbrot absichern. Wobei noch Kaffee trinken ist noch möglich mit Torte und so weiter. Und dort werden wir ein angemessenes Entgelt entgegennehmen, sodass man sagen kann, die Kosten der Herstellung und der ganzen Veranstaltung, auch Strom und Gas, muss ja auch geheizt sein, dass das dann ein bisschen reinkommt. So. Und mit den 25 Euro werden also sozusagen die Kosten der Veranstaltung gedeckt und natürlich auch für den weiteren Ausbau Geld zur Verfügung gestellt, weil wir haben jetzt im Prinzip schon vorinvestiert, sind einige tausend Euro in den Bau geflossen, sind aber alles private Spenden, die haben nichts mit Mitgliedsbeiträgen zu tun, sondern die Leute haben also dort geholfen, dass Heizung und Fliesen und Elektrik und viel so günstig wie möglich bereitgestellt werden kann, aber es ist noch nicht ganz fertig. Wir haben also immer noch Bedarf mit Toiletten. Solange aber kein Frost ist, haben wir also zumindest ausreichend Toiletten da. Und dann, wenn es dann im Sommer wieder in vollem Umfang in Betrieb genommen werden kann, dann können wir natürlich auch größere Veranstaltungen, 100, 200, 300, 400 Leute dort an dem Veranstaltungsort mit versorgen. Also Winter immer schmal und Sommer dann ein bisschen mehr. So, genau. Und das machen wir nächste Woche. So, und jetzt komme ich nochmal auf das Thema zurück, wegen morgen. So, also, ihr macht euch einen Plan, wer als Background-Team im Hintergrund sein könnte, also euch was zu essen holen kann, euch eventuell ablöst wegen Toilette, auch vielleicht mal, jeder will meinetwegen in der Familie 4 Stunden sitzen, weil 4 Stunden ist ganz schön anstrengend. Also ich würde sagen, alle 2 Stunden wechseln. Ja? Und wenn jedes Familienmitglied mal 2 Stunden macht, ist da auch schon ein bisschen was gekommen. So. Und und dann würde ich sagen, derjenige, der den Wahlkreis hat, also es ist dann immer einer, der teilt dann ein, wer von wann bis wann welche Schicht macht und dass mindestens immer 2 da sind. Weil es ist so, dass wenn irgendwie eine Unregelmäßigkeit ist, die Wahlkommission dann immer sagen, weil keiner von uns hat das beobachtet. Das hat er nur alleine gesehen. Wenn das aber 2 gesehen haben, haben die ein Problem. Ja, dann müssen sie es widerlegen. Und das ist in der Regel nicht möglich. Also wird dem Hinweis dann nachgegangen werden müssen und dann hat man eine gute Chance, dass das dann auch aufgedeckt worden ist. So, und da müsst ihr eben ein Protokoll schreiben, da schreibt er oben drauf, was weiß ich, Wohnsiedel zum Beispiel, erste Schicht von 8 bis um 10, na, schreibt er auf, Uhrzeit. Und die erste Schicht, die müsste sozusagen ein bisschen eher da sein, ich würde sagen, wenigstens eine halbe Stunde und Bilder von der Außenumgebung machen. Und zwar aus folgendem Grund. Es darf nämlich im Umkreis des Wahllokals keine Wahlwerbung sein. Und das muss auch schon früh erfüllt sein. Also weil ja viele Leute
eine halbe Stunde vor der Wahl schon da sind und wenn da noch Wahl im Sichtbereich des Eingangs hängt oder drin, ja, also wenn Schüler eine Wandzeitung gemacht haben und dort irgendwelche parteipolitischen Sachen hängen, das muss am Wahltag doch weg, wenn es eine Schule ist. Ja. Was weiß ich, die gesamte Klasse 4b ist gegen die AfD, wäre eine Wahlanfechtung möglich. So, also das müsst ihr genau gucken. Die ganzen Gänge alle ablaufen, auch außen. Ihr guckt also aus der Eingangstür raus und guckt 180 Grad, also ringsrum, so weiter gucken kann, ob irgendwo ein Wahlplakat hängt. Wenn eins hängt, macht ihr von eurem Standpunkt, vom Eingang des Wahllokals, ein Handyfoto in diese Richtung und besorgt euch noch einen zweiten Zeuge, der das mitgesehen hat, dass das noch hing zu diesem Zeitpunkt. Und damit ist das Ding Geschichte. So, ihr lasst es aber weiterlaufen, ihr macht nur das Protokoll, schreibt die Zeugen und die Uhrzeit mit hin. So, das ist die erste Schicht früh machen muss. Das ist ganz wichtig. So, dann guckt ihr, ob, wenn ihr reingeht, an der Tür außen vorm Wahllokal muss der Wahlzettel ausgehangen sein. Ja? Also, da gibt es so Aushänge, wenn die dort fehlen, weil die sagen, ja, wir haben gerade frisch vorgerechnet, wir wollen ja nicht, dass irgendwas angebracht wird, haben sie Pech gehabt. Im Wahllokal muss außen, der Stimmzettel außen sein, muss ausgehangen sein, direkt neben der Tür, sodass jemand, der bevor er reingeht, im Prinzip alle Stimmen sieht, also alle Wahlmöglichkeiten, es muss dann ausgehangen sein. Und dann guckt er in den Wahllokal rein. Die Wahlkabinen, die dürfen nicht zum Fenster stehen oder in eine spiegelnde Fläche, also so eine glatte Fläche, so eine Holzstäfelung, die spiegelt, wäre also schon nicht möglich. Auch ein Fenster, selbst wenn da Gardinen dran sind, die Wahlurne darf nicht an eine Stelle stehen, wo man von außen Einblick nehmen kann. Ne? So, und dann müssen die Wahlkabinen allseitig blickdicht sein, also nicht, dass man reingucken kann. Es darf auch nicht möglich sein, dass alle hinter die Wahlkabinen langlaufen müssen, um zu ihrer Wahlkabine zu kommen, sondern man muss immer auf direkten Weg hin, ohne bei einem anderen hin rumzulaufen. Und wenn das dort aber nicht anders geht, ist das also auch ein Kriterium, dass das eine Wahlanfechtung geben kann. Wichtig ist, dass die Wahlurne selber immer bewacht sein muss. Also wenn ihr feststellt, dass der Bewacher weggelaufen ist von der Arme, macht ihr ein Vermerk, wenn der Schlitz der Wahlurne nicht abgedeckt wurde. Also wenn die einen Zettel vergessen haben, um drauf zu legen. Wenn die Siegel der Wahlurne beschädigt wurden, macht ihr auch Vermerk, bitte immer mit Zeugen solche Sachen, ne? Wenn Siegel beschädigt worden sind, wenn also das Klebeband nicht hält und da fängt dann an, dort wieder was drüber zu kleben, dann macht ihr bitte ein Vermerk. Ja? Siegel beschädigt geht gar nicht. Ja. Das passiert aber regelmäßig, dass da irgendwie was nervös hält. Haben sie Pech gehabt, ist das Siegel gebrochen, ist vorbei. So, das ist ganz wichtig. So, und dann guckt ihr, wenn das dann vorbei ist, die ganze Geschichte, dann guckt ihr, wie die noch nicht benutzten Stimmzettel verpackt und gesiegelt wurden. Wenn die nicht ordentlich verschnürt sind und nicht ordentlich eingepackt und verklebt, sondern bloß lose reingepackt in den Koffer, macht dann Vermerk in die Liste, weil das die große Chance ist, dass dort Wahlzettel rausgenommen werden, irgendeine Partei angekreuzelt und dort mit eingemischt und AfD raussortiert werden. So, und dann sagen sie, ja, die haben ja gar nicht richtig gezählt, das war ja so und so. Ne? Also immer aufpassen. Die unausgefüllten Wahlzettel, eine ganz gefährliche Geschichte, dass die vertauscht werden. So. Dann bleibt ja während der Auszählung, bis die durch ist. Also nicht, dass er sagt, ja, ich sehe ja großen Haufen AfD, wird schon alles seinen Gang gehen. Nee, ihr müsst da wirklich bleiben, notfalls auch abwechseln, bis das Ergebnis des Protokolls vorliegt. Und der Wahlleiter muss das vorlesen. Und er muss auch die gezählten Stimmen auch laut ansagen, damit jeder in dem Raum das mitschreiben kann. Er muss auch Zwischenergebnisse auch der Schnellmeldung mitteilen. Und das müsste alles aufschreiben. Die ganzen Zahlen mitschreiben, wie viel gültige, wie ungültige, wie viel Wahlberechtigte es geben kann. So, weil wir wissen, dass in den Wahlkreisen ja die Migranten mit reingemischt worden sind, die gar nicht wahlberechtigt sind, weil es eben alles Illegale sind, die hier hinter sind. Ne? Das ist der Punkt. Also es kann niemand... Niemand kann die deutsche Staatsangehörigkeit erstmal schon haben. Die Wahlgrundlage selber ist ja schon mal nicht erfüllt, weil das auf ein Gesetz basiert, was dem Tillissen-Urteil unterliegt und alles, was nach dem 5.3.33 an Gesetzgebung gemacht worden ist, ist alles nicht verfassungskonform entstanden. So bis 5. Mai 1945. Guckt euch einfach mal an. Die Originalveröffentlichung ist in Deutsch und Französisch in der Globale Figaro oder was, wer da das veröffentlicht hat.
zweispaltig gemacht, guckt euch mal an. Und ganz unten am Ende vom Tillissen-Urteil steht nur drin, dass es für alle Verwaltungen und für alle Gerichte gilt. Also auch für die Wahlkommission und die Wahlprüfungsorganisation. Die müssen sich an das Tillissen-Urteil halten. Und damit kann es keine Wahlgrundlage mit der deutschen Staatsangehörigkeit geben, weil die eben in der Sperrfrist liegt. So. Und das ist aber eine Sache, die wir dann im Rahmen der Wahlanfechtung machen. Und dann wäre es gut, wenn wir eben der OSZE parallel zu der Einreichung an die Wahlprüfung eben diesen Vorgang erklären, sodass sie das auch nachvollziehen können, weil die es ja auch vielleicht nicht wissen. Und dann gehen wir die Double-Double-Door mit der, kriegen wir dann eine Vorladung, dass man dann dort eine Anhörung kriegt, dann machen die eine Entscheidung, dann werden die wieder versuchen zu tricksen, das aus dem Protokoll zu streichen, die üblichen Spielchen. Und am Ende landet das irgendwann beim Bundesverfassungsgericht und wird dort entschieden. Dort wissen wir natürlich, dass dort auch wieder bloß irgendwelche Bescheide kommen, die nicht ordentlich unterschrieben sind. Aber ist egal, wir können uns ja dann immer weiter wenden. Ne? Wenn die Schwanerei wirklich in dem Fall auffliegt. Wir müssen ja bedenken, dass dann die Veröffentlichungen über den Atomkrumm-Skandal in der Zeit dann sicherlich schon in der Presse sind. Und dann fliegt dann die ganze Bude sowieso um die Ohren. Also früher oder später wird das die Wahl überschatten. Zumindest die Wahlanfechtungszeit. Und da ist es gut, wenn wir genug Belege haben, dass die Leiter von den Wahlbüros dort mehr oder weniger gewusst haben, was sie machen. Dass sie betrügen mit der deutschen Staatsangehörigkeit und auch mit den Wählerlisten, dass sie das nicht ordentlich... Also Mohammed kann dort nicht wahlberechtigt sein. Das geht einfach nicht. Da kann die deutsche Staatsangehörigkeit nie erworben haben, weil es die nicht gibt. Und Deutscher ist er ohne. Also ist er nicht wahlberechtigt. Ganz einfach. Na, gut. So, ich werde morgen dann ab, ich sag mal so 7:30 werde ich das Redaktionssystem live tickern. Da könnt ihr dann auf kaiserrundfunk.com die aktuellen mir zugestellten Informationen mitverfolgen, wenn es irgendwas gibt. Bitte lasst euch nicht provozieren, während ihr dort an der Kontrolle der, ja, der Wahlhandlung seid. Ihr tut euch mit niemandem unterhalten, keine Gespräche führen, ihr tut einfach nur protokollieren, damit ihr nicht des Rahmens verwiesen werdet. Das ist ganz wichtig. Ja? Sobald ihr anfangt zu stören oder euch provozieren lasst, hat der Leiter von diesem Wahlbüro die Möglichkeit, euch auszusperren. Und genau dann passieren die Schweinereien. Deswegen ganz konzentriert. Ihr seid einfach nur freundlich, wenn sie euch fragen, was ihr macht. Ihr seid im Auftrag der OSZE. Wahlbeobachter, ihr werdet die Unregelmäßigkeiten zentral melden. Und was anderes sagt ihr denn nicht. Und wenn ihr sagt, in irgendwelchen Ausweisen, sagt, das hat sie nichts zu interessieren, wir sind oft auch in der Wählervereinigung da, wenn die fragen, welche, sagt, das geht sie nichts an. Fertig. So, na? Und wir sammeln das dann auf. Ihr wisst ja, wie uns erreicht. Im Impressum von kaiserrundfunk.com habt ihr eine Faxnummer und da könnt ihr eure Schnellmeldung und die Berichte mir zufaxen. Bitte nicht per E-Mail, weil das... da gibt es wieder Probleme mit Spam und mit ähnlichen Sachen, sondern bitte schickt mir das per Fax, sodass ich es gut lesen kann, in der Auflösung fein. Damit kann ich arbeiten und dann kann ich die wichtigen Sachen alle auflisten. Ich werde dann eure Unterschrift schwärzen und auch euren Namen, damit kein Missbrauch ist, aber dass der Sachverhalt, den ihr protokolliert habt, möglichst in Druckschrift lesbar ist. Ne? Bitte fangen wir an, mit irgendeiner Sauklaue irgendwas aufzuschreiben, versucht eine Schulausgangsschrift oder Druckschrift, dass es gut lesbar ist. Ja, gut, also sucht euch einen raus, der eine gute Handschrift hat. So, damit sind wir eigentlich durch. Alle Feinheiten werdet ihr dann heute Abend noch in einem zweiten Video bekommen. Ich werde jetzt das Ding erstmal hochladen, damit ihr die Informationen habt. Und ich denke mal so gegen 18, 19 Uhr kommt dann nochmal eine kleine Einführung zu unserer Webseite, die ich inzwischen nämlich schon angefangen habe. Und ja, dann gucken wir mal, wie das morgen läuft. Ne? Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.